Jo, was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Autotalk. Heute möchte ich mal hier über den Lamborghini Terzo Millennio sprechen. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen Hypercar von Lamborghini, das derzeit in der Entwicklung ist. Man hat hauptsächlich ein paar Infos, ein paar sehr krasse Infos, die ich gleich mit euch teilen werde. Und man hat jene ausgewählten Konzeptbilder, die wahrlich brachial aussehen. So, wir haben hier einen Hypercar von Lamborghini. Ich denke mal, das ist sehr nötig, denn Lamborghini leckt etwas bei den Hypercars. Wir haben viele tolle Supersportwagen, Lamborghini Aventador, SV, etc. Supergeile Autos, aber ja, so ein Auto, das in der absoluten Top-Liga mitspielt, haben wir nun mal von Lamborghini nicht. So, deswegen ist es schon mal super, dass sie endlich einen Hypercar entwickeln. Allerdings ist dieses Hypercar etwas krasser als Koenigsegg, Bugatti Chiron, La Ferrari oder sonst was zusammen. Warum? Das erzähle ich jetzt. Das Auto rein elektrisch wird es betrieben. So, das klingt jetzt erstmal sehr schlimm, denn ein Lamborghini Urner V12, ist das noch ein Lamborghini? Ja, ist es in der Tat, denn die Jungs von Lamborghini haben sich sehr viel gedacht. Sie haben sehr viel nachgedacht und die haben gewisse Features jetzt bei diesem Auto rausgehauen, die, ich sag mal so, das ein bisschen verkraften lassen, ja? Den Schmerz verkraften lassen, dass wir keinen V12 drin haben, denn natürlich, wie schon gesagt, rein elektrisch. Wir haben ein Elektromotor pro Rad. So, das ist ziemlich krass. Das heißt, wir haben insgesamt vier Elektromotoren an jedem Rad einen, was ziemlich ja episch ist, weil das heißt, das Design vom Auto kann, ja, ich sag mal, ganz besonders designt werden, da wir ja im Grunde in der Mitte gar keinen Motor haben, sondern nur an den vier äußeren Rädern, was sehr sehr, sehr crazy ist, und das bietet einfach eine gewisse Designfreiheit, was die Architektur, sage ich mal, des Autos einfach mal ja drastisch verändern wird im Vergleich zu Autos, die wir heute so sehen. Systemleistung weit über 1000 PS, ja, ist schon nötig, sonst wird er ja nicht in der ultimativen Liga mitspielen. Carbon Monocoque. Heieiei, das hört sich alles sehr krass an, aber wenn man denkt, hui, das ist ziemlich episch. Tja, jetzt wird es noch mal ein bisschen epischer. Denn das Auto, der Lamborghini Terzo Millennio, soll sich selbst heilen können. Was? Ja, klar, jetzt denkt man so, okay, geht es dem Typen ganz gut? Ja, mir geht's ganz gut. Als ich es rausgefunden habe, da habe ich mir auch so gedacht, okay. Ich werde es mal so erklären. Wenn man einen Unfall mit seinem Lamborghini hat, natürlich mit diesem speziellen, soll das Auto selbstständig erkennen, ui, da ist ein Riss in der Karosserie, hier ist ein Schaden entstanden. Und dann sollen durch gewisse Mikrokanäle da so eine gewisse Chemikalien durchgespritzt werden zum Ort, wo halt der Riss oder was auch immer der Schaden entstanden ist, und dahin quasi hingeführt werden. Und da soll dann eine selbstständige Reparatur vonstatten gehen, was ultra krass ist und ultra revolutionär wäre und einfach nur crazy like something something. Das wäre einfach nur unfassbar heftig, ne? Stellt euch das mal vor. Oh shit, Bordstein geritzt oder was auch immer. Ja, oh geil, ne? So, ach man, voll cool. Finde ich sehr krass. Ansonsten Energierückgewinnung ist natürlich auch am Start, und an sich das Design, denke ich mal, auch an diesen Konzeptbildern kann man sehen, dass das richtig future-like ist. Das ist futuristisch, das sieht richtig gut aus. Ich glaube, auch beim Design müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das irgendwie schlecht aussieht oder so, weil ja, die Designer von Lamborghini sind nun mal die Weltbesten. Das kann man einfach mal sagen. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wann sie mehr Infos raushauen. Ich bin gespannt, wann sie da vielleicht auch mal was zeigen auf gewissen Messen. Mal gucken. Vielleicht dieses Jahr, das glaube ich eher nicht, weil bei den ganzen Sachen, die sie vorhaben, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen entwickeln. Aber ich finde, das versüßt die Zeit des Wartens auf ein Hypercar von Lamborghini immens, immens. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr vom neuen Hypercar von Lamborghini? Ich bin gehypt. Ich finde es mega geil. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Gebt gerne Like, abonniert gerne den Channel, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich bedanke mich. Ciao, ciao.